Ja, mal schauen, der Fokusstrategie. Wir haben am Montag, den 7. März 2022. Drittens. Volk und Staatsgewalt. Paragraf 17. Grundsatz. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Paragraf 18. Stimm- und Wahlrecht. Absatz 1. Jeder im Kanton wohnhafte Schweizer Bürger ist stimm- und wahlberechtigt, wenn er mindestens 18 Jahre alt ist und nicht wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt ist. Das Gesetz regelt die Ausübung des Stimm- und Wahlrechts. Absatz 2. Jeder stimm- und wahlberechtigte ist in die Behörden wählbar. Das Gesetz kann fachliche Voraussetzungen für die Wählbarkeit vorsehen. Paragraf 19. Mitwirkung von Ausländern. Ausländer können nach dem Gesetz in Gemeindeangelegenheiten beratend wirken. Paragraf 20. Volkswahlen. Absatz 1. Das Volk wählt erstens die Mitglieder des Großen Rates, zweitens die Mitglieder des Regierungsrates, drittens die Ständerate, viertens die Präsidenten, Mitglieder und Ersatzmitglieder der Bezirksgerichte, fünftens aufgehoben in der Volksabstimmung vom 29. November 2009, sechstens die Friedensrichter. Absatz 2. Das Gesetz kann weitere Wahlen durch das Volk vorsehen. Absatz 3. Wahlkreis ist erstens der Bezirk für die Mitglieder des Großen Rates, zweitens der Kanton für die Mitglieder des Regierungsrates und drittens des Ständerates. Und dann drittens das Amtsgebiet in den übrigen Fällen. Absatz 4 noch. Der Große Rat wird nach dem Verhältnisverfahren gewählt. Bei allen anderen Wahlen gilt das Mehrheitsverfahren. Paragraph 21. Mehrheitsprinzip. Bei Volksabstimmungen entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Paragraf 22. Volksabstimmung über Gesetze. Gesetze sowie Beschlüsse des Großen Rates über Staatsverträge und Konkordate unterliegen der Volksabstimmung. Wenn sich 30 Mitglieder des Großen Rates dafür aussprechen oder 2000 Stimmberechtigte dies innerhalb 3 Monaten seit der Veröffentlichung verlangen. Paragraph 23. Volksabstimmung über Finanzabschlüsse. Absatz 1. Beschlüsse des Großen Rates, die neue einmalige Ausgaben von mehr als 3 Millionen Franken oder neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 600.000 Franken vorsehen, unterliegen der Volksabstimmung.
Absatz 2. Beschlüsse, die neue einmalige Ausgaben von mehr als 1 Million Franken oder neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 200.000 Franken vorsehen, unterliegen der Volksabstimmung, wenn 2.000 Stimmberechtigte dies innerhalb 3 Monaten seit der Veröffentlichung verlangen. Absatz 3. Beschlüsse über Ausgaben, die durch Bundesrecht oder durch Gesetz in Zweck und Umfang notwendig vorbestimmt sind, unterliegen nicht der Volksabstimmung. Paragraph 24. Volksabstimmung über weitere Beschlüsse. Absatz 1. Durch Gesetz können weitere Beschlüsse des Großen Rates der fakultativen Volksabstimmung unterstellt werden. Absatz 2. Der Große Rat kann seine Beschlüsse von sich aus der Volksabstimmung unterstellen. Paragraph 25. Abberufung. Absatz 1. 20.000 Stimmberechtigte können die Abberufung des Großen Rates oder des Regierungsrates verlangen. Jetzt ist gerade ein Bus ab. Hier. Das wollte ich gerade aufnehmen. Das war gesagt, der 7.3., 7. März 2022. Ich bin gerade die Verfassung vom Kanton Thurgau am Einlesen. Jetzt ist eben ein Bussard, ein Raub und ein Möwe im Bild sichtbar gewesen. Später noch Naturvideos, wenn die Menschen in Klagerheit. Ich setze das Video wieder auf. Dann halt eine Pause. Aber ich denke, das ist eine sehr gute Ergänzung. Ich bin beim Paragraph 25 gesehen, Abberufung.
Absatz 1. 20.000 Stimmberechtigte können die Abberufung des Großen Rates oder des Regierungsrates verlangen. Absatz 2. Die Frist zum Sammeln der Unterschriften beträgt 3 Monate. Das Begehren ist innerhalb weiteren 3 Monaten der Volksabstimmung zu unterbreiten. Absatz 3. Entscheidet sich das Volk für die Abberufung, finden innerhalb 3 Monaten Neuwahlen statt. Paragraph 26. Volksinitiative. Absatz 1. 4.000 Stimmberechtigte können den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Verfassungs- oder Gesetzgebungsbestimmungen verlangen. Absatz 2. Die Frist zum Sammeln der Unterschriften beträgt 6 Monate. Absatz 3. Das Begehren kann als allgemeine Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingereicht werden. Absatz 4. Eine Volksinitiative kann bis zur Ansetzung der Volksabstimmung zurückgezogen werden. Jede Volksinitiative ist mit einer Rückzugsklausel zu versehen. Paragraph 27. Verfahren bei Volksinitiativen. Absatz 1. Der Regierungsrat stellt fest, ob eine Volksinitiative zustande gekommen ist. Absatz 2. Der Große Rat befindet über ihre Gültigkeit. Absatz 3. Der Große Rat entscheidet, ob er der Volksinitiative Folge geben will. Er lehnt es ja, ist sie der Volksabstimmung zu unterbreiten. Absatz 4. Stellt der Große Rat der Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüber, können die Stimmberechtigten beiden Vorlagen zustimmen. In der Stichfrage können sie angeben, welcher Vorlage sie den Vorzug geben, falls beide angenommen werden. Absatz 5. Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 13. Februar 2011. Paragraf 28. Vorschlagsrecht an den Bund. Auf dem Weg der Volksinitiative kann das Vorschlagsrecht an die Bundesversammlung ausgeübt werden. Nachher geht es weiter mit viertens Behörden.